Hallo, wir sind hier auf der FeenCon 2024 in Bonn. Bei mir ist André Jarosch von der 100-Questen-Gesellschaft. Hallo André. Hallo Janine. Und wie immer habt ihr einiges an Neuheiten. Ja, so einiges ist dazu gekommen, seitdem ihr das letzte Mal bei uns wart. Anfangen kann man gleich schon eine kleine Regelergänzung. Ein Heft namens Gruppierungen. Damit bekommt man Mythra-Spielwerte für, wie der Name sagt, Gruppierungen. Das können irgendwelche politischen Parteien sein, das kann ein Clan eines Stammes sein, das kann eine Gilde sein, was auch immer. Mithilfe dieses kleinen Supplements werden diesen Gruppierungen Spielwerte zugeteilt, die man dann wie Spielercharaktere verwenden kann. Zum Beispiel, sage ich mal so, der Disney-Konzern hat was dagegen, dass der Uhrwerk Verlag irgendwie ein Rollenspiel macht mit ihrer IP und es gibt ein Gerichtsverfahren, dann kann man hieran eben vorher schon mal feststellen, wie groß ist der Uhrwerk Verlag, was für Ressourcen hat er, wie groß ist Disney und so weiter und kann die dann wie Spielercharaktere gegeneinander führen, um ein Ergebnis herbeizuziehen. Mhm. Unser Hauptaugenmerk liegt in diesem Jahr auf unsere Mythic-Sachen für Mythic Britain, unser Rollenspiel zur Zeit von Arthur im historisch korrekten 6. Jahrhundert, ist Gwynedd. Gwynedd ist das oberste Drittel von Wales und die Stämme, die dort sind und ein paar Abenteuer dazu. Und das wird halt die Questen um die magischen Gegenstände Britanniens werden hier fortgesetzt. Und es ist gleichzeitig halt ein Quellenband für diese Region. Und die Stämme hier drin werden mit Hilfe der Gruppierungenregeln abgebildet. Auch für unser zweites Mythic-Setting, für Mythic Konstantinopel, gibt es ein Abenteuer. Es ist für Konstantinopel und das Jahr 1450 ungefähr gedacht. Lässt sich mit ein bisschen Umarbeitung auch in alle möglichen anderen Städten von Fantasy-Settings umarbeiten. 60 Seiten Abenteuer mit schönen Plot-Twist zwischendurch. Auch das ist wieder was für Leute, die es geschichtlich mögen oder auch mal ein etwas aufwendigeres Fantasy-Szenario. Weil wir bei Mythic schon dabei waren, wir haben ja angekündigt, es wird ein mystischer Sommer, gibt es auch eine Abenteuersammlung für Mythic Rome. Das sind 4 Abenteuer, die was mit Rom zu tun haben. Es sind eigentlich Erlebnisse aus der Zeit von Julius Caesar, spielen auch zu der Zeit. Man kann Julius Caesar als NPC auftauchen lassen oder einfach einen anderen Patron seiner Wahl erfinden, der durch Zufall eben ähnliche Erlebnisse hat wie Julius Caesar. Schon vor ein paar Monaten haben wir jetzt zum 1. April herausgegeben, Mythic Antarktika. Es ist halt ulkig, dass man gerade ein Mythic-Setting hat für einen Kontinent, auf dem es keine Kulturen gibt. Dementsprechend ist es natürlich eigentlich eine Beschreibung von dem leeren Kontinent und was andere Mythic-Charaktere, also aus dem alten Britannien, aus dem alten Konstantinopel oder aus Rom, dort theoretisch erwartet. Nicht ganz ernst gemeint, wie gesagt, eine 1. April-Veröffentlichung, aber außer dem PDF haben wir dann natürlich eine kleine Auflage von 45 Stück davon gedruckt. Auch am Anfang des Jahres schon erschienen, Träume von Salz und Feuer, ein Abenteuer in den Kernlanden, also eher mittelalterlich angehaucht. Ein nettes kleines Abenteuer, wie man sieht, mit Seedrachen und einem kleinen investigativen Einsatz. Eher im Spätmittelalter angesiedelt, also nicht für die Mythic-Settings oder für unsere archaischen Settings gedacht, aber für jeden Geschmack muss was dabei sein. Eine der Neuheiten vom Feencon, Borg Godas, auch wieder ein Abenteuer in einer mittelalterlichen Welt, späte Antike, frühes Mittelalter. Man könnte sich auch mit geringer Umarbeitung auch in Mythic Britain umarbeiten lassen, geht aber mehr um ein Spukhaus-Szenario in einem Fantasy-Setting. Ja, und dann haben wir das Crowdfunding vom letzten Jahr, was Anfang dieses Jahres erfüllt wurde mit Destined, das Superhelden-Rollenspiel. Nachdem wir mit Mythras das Fantasy-Rollenspiel haben und M-Space das Science-Fiction-Rollenspiel, gibt es dann eben auch Destined, das Superhelden-Rollenspiel. Ein vollständiges Regelwerk, für das man die anderen Regelbücher nicht braucht. Spielt in der Moderne, spielt mit Superheldenfertigkeiten. Schön ist eben, dass man Mythras, M-Space und Destined komplett miteinander
mixen kann, wie man möchte. Theoretisch könnte ich also Superhelden im alten Rom auftauchen lassen oder ich könnte die Superheldenfertigkeiten nehmen, um Fantasy-Charaktere aufzupowern auf halbgöttlichen Status, ohne das Spielsystem dabei kaputt zu machen. Oder ich kann das Destiny-Rollenspiel sogar nehmen und einfach die Superheldenfertigkeiten weglassen und habe dann einfach ein modernes Rollenspiel, quasi James Bond oder James Byrne oder ähnliches. Und weil das gerade neu ist und gerade in den USA da ein Abenteuer erschienen ist, haben wir das auch noch auf die Schnelle rausgebracht. Mit Kraftausfall ist ein schönes Einsteiger-Szenario für Destiny auch bei uns erschienen. Ein weiteres Abenteuer hat leider nicht mehr passend zum Feenkorn geschafft. Aus irgendeinem Grund ist es auf dem Postweg hängen geblieben. Das wird aber noch ein weiteres Abenteuerband sein, der in einer Art keltischen Mittelalter spielen wird. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich 9 Sachen rausgebracht bis jetzt. Das ist ordentlich. Und es wäre keine Con, wenn ich irgendwas es nicht schaffen würde. Genau. Es ist, vor allem da 3 Pakete losgeschickt wurden, zeitgleich, und 2 sind angekommen und 1 nicht. Ja. Aber so ist nun mal Verlags- und Postweg, geht, glaube ich, jedem mal so. Genau. Ja, dann vielen Dank und dann freuen wir uns auf eure nächsten Veröffentlichungen. Bitte, bitte.